Am 20. März 1978 wurde der Grundstein für den Nöchlinger Fußball gelegt. Wir haben 4 Gründungsmitglieder gehabt, den Geschossmann Hans in Hinterholz, Alois in Sam und in Geschossmann Alois. Sie haben damals vor 40 Jahren die Initiative ergriffen und haben gesagt, wir brauchen auch Fußball in Nöchling. Und haben den Mut gehabt, das da halt zu gründen mit einer großartigen Unterstützung vom Bürgermeister Habenberger damals. Und so ist es entstanden gekommen. Ganz stolz halt drauf sind wir zu denken, wenn wir in Nöchling halt immer nur mit eigenen spielen. Keine Ausländer halt haben und das ist halt unsere Priorität, unsere Philosophie. Und ich bin stolz drauf, auf die Art und Weise. Es sind lauter wirklich tolle Leute da und super Kicker und ja, es gibt nichts Besseres wie einen eigenen Fußballverein. 40 Jahre später haben die hiesigen Kicker gezeigt, dass sie nicht nur gut Fußball spielen, sondern auch ordentlich feiern können. Und zwar beim Jubiläumsfest am Nöchlinger Fußballplatz. 40 Jahre Fußballgeschichte, die nun sogar in Stein gemeißelt wurde. Ich bin seit ca. 6 Jahren in Nöchling fußballerisch aktiv. Und bei der Gestaltung fasziniert mich immer wieder, was auf dem Fußballplatz so vom Vorstand und von den ganzen Mitwirkenden gemacht wird und die ganze Jugend, wie es im Nachwuchs gefördert wird. Und dadurch haben wir sich auch gesagt, müssen wir jetzt auch mehr Zeichen setzen, weil da auch in Nöchling wirklich was passiert und der Fußballplatz auch immer wieder erweitert wird und von der Nachwuchsarbeit her super Leistung gemacht wird. Leistung musste die Nöchlinger Elf vor allem beim Freundschaftsspiel gegen Rapid zeigen. Der SK Rapid Wien aus dem Grund, weil ich glaube, seitdem ich denken kann, bin ich Rapid-Fan. Und das habe ich mir halt nicht nehmen lassen, als Obmann da einen SK Rapid zu holen. Und ich habe einmal einen Traum gehabt, eben den SK Rapid Wien in Nöchling zu haben. Jetzt wird er wahr, es sind die Legenden, es wird hoffentlich viel Leute kommen. Und noch dazu habe ich die Ehre, dass ich sogar Rapid-Dress heute anziehen darf und ein paar Minuten mitspielen darf. Das ist natürlich ja, das Schönste, was es für einen Fußballer gibt. Dennoch wurden die Daumen für Blau-Weiß gedrückt. Ja, ich bin Nöchling-Fan, weil ich ein geborener Nöchlinger bin. Und ich muss sagen, Nöchling ist mittlerweile ein Traditionsverein und wir waren einmal Meister. Meister der zweiten Klasse Ispertal, das war 1999. Und ich habe dort die Ehre gehabt, Kapitän der Nöchlinger Meistermannschaft zu sein. Das verbindet mich mit Nöchling, die Jugendarbeit, die Leute, die zusammenhelfen. Und wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Ein Nöchling-Fan bin ich, weil ich eine Nöchlingerin bin, ganz einfach. Ja, ich bin eine Nöchlingerin und meine Kinder haben alle Fußball gespielt, auch meine Mädchen. Und mein Mann war auch immer Tormann. Ja, ich habe selber lange Jahre gespielt, wie ein Nöchling daheim. Also ist das irgendwie zwangsläufig, dass man ein Nöchling-Fan ist. Ja, weil ich ein Nöchlinger bin und genau 150 Meter da unten dabei waren. Also wie ich da jeden Tag immer am Fußballplatz gehe. Mit den vielen Nöchlinger Fans im Rücken wurde die Mannschaft des TSV förmlich über den Rasen getragen. Gewettet wurde zu Beginn des Spiels. Tipp hätte. Weil ich auch Nöchlinger bin, auch wenn nicht mein grünes Herz jetzt blutet, aber ich wünsche mir einfach, den SK Rapid zu schlagen und sage jetzt einfach ein 3-2 für Nöchling. Also ich hoffe natürlich, wir schlagen die Rapidler, das ist ganz klar. Ich muss zu meiner Mannschaft holen. Ich hoffe, dass sich die TSV Nöchling halbwegs gut schlagt und ich würde tippen auf ein 2-1. 2-1? 8-0 für Rapid. Wir werden denen heute einen Gurkel schirmen und werden es 3-1 gewinnen. Na gut, sagen wir unentschieden 2-2. 8-2 für Rapid. Für Rapidler. Ich denke, dass wir, wenn wir Glück haben, nur 4-1, 4-2 verlieren. Naja, ich hoffe auf ein Unentschieden, das ist realistisch. Wenn man aber die Spiele kennt, gegen die alten Internationalen und so weiter, meistens setzen sie die alten Hosen am Fußballfeld durch, weil sie es einfach technisch und taktisch besser drauf haben. Ja, ich weiß nicht, ich kenne den Gegner nicht, also das schaut man sich immer die ersten 10, 15 Minuten an. Wichtig ist, dass wir heute halt jetzt auch ein paar, 3, 4 Jüngere noch drinnen haben, die auch gut trainieren können, dass man halbwegs Parole bieten kann. Aber wenn wir einen Ball haben, denke ich, dass wir dann schon noch Vorteile haben. Wenn wir uns gut rennen lassen im Ball und den Gegner laufen lassen, wird sicher ein lustiges Spiel. Der Ball ist gerollt. Innerhalb der ersten 5 Minuten gleich 3-mal ins Tor. Einmal für Nöchling und 2-mal für Rapid. Bis Ende der ersten Halbzeit fielen noch 2 weitere Tore, was einen Zwischenstand von 2-3 für Rapid ergab. Und ich hoffe, heute gibt es eben auch ein Fußballwunder und wir schlagen die Rapidler. Die grün-weißen Legenden aber haben nichts an Form verloren. Rapid legt ein 8-4 auf den Rasen des TSV Nöchling und holt sich den Sieg.
Die Nöchlinger hingegen holen sich den Sieg beim Sportfest im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums, denn im Feiern sind sie Meister.